Theoretischer Physiker. Ja, ich bin Berlin. Da, wo Sojamilch und Honig fließen. Ich bin neu hier. Also wenn ihr, ach so, ja, wenn ihr noch einen Mitbewohner sucht, ne? Ja. Aber deswegen bin ich nicht hier. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Deshalb stelle ich mir gerade vor, ihr seid alle nackt. Du besonders. Gut, also, man hat es nicht leicht. Ich bin Physiker, es geht um Quantencomputer. Da fangen die Probleme an. Deshalb auch mein Titel. Flittchen werten jeden Beitrag auf. Ich bin Physiker, es geht um Quantencomputer. Mein erster Vortrag war irgendwie nicht so gut. Und deshalb habe ich von vorne angefangen mit ihm. Das ist Henning. Henning hat ein Problem. Henning ist Physiker. Physiker tragen keine Kittel. Aber das Problem ist natürlich nicht, dass er Physiker ist. Das Problem ist natürlich eine Frau, wie immer. Er hat eine Frau kennengelernt, die findet er ziemlich gut. Er ist auch ein bisschen verliebt. Sie hatten schon ein erstes Date. Sie hat so ein bisschen erzählt. Er hat so ein bisschen erzählt. Es lief so mittel. Und jetzt fragt er sich natürlich, wie kommt dann die Frau ran? Was macht ein Physiker, wenn er in einem Gebiet nicht weiter weiß? Er wendet sich an den führenden Experten. Das hat Henninger auch gemacht. Dr. Sommer hat geantwortet und zwei Prämissen aufgestellt. Prämisse 1, es gibt zwei Arten von Männern. Das ist der Versorger und das ist der Besorger. Der Versorger, das ist halt so der Nette von nebenan. Und der Besorger, das ist halt so ein richtig cooler Typ. Und bei den Frauen gibt es auch zwei Arten von Frauen. Das sind die Flittchen, das sind die Wählerischen. Sieht man schon, ne? So sieht das für Männer aus. Bei den Flittchen ist das so, denen ist das jetzt egal, ob da ein Besorger oder ein Versorger hinkommt, dargestellt durch Herzen und Sonnenbrille, die finden beides gut. Bei den Wählerischen ist das so, das ist nicht egal. Wie rum das jetzt ist, wissen wir nicht. Das ist ja immer noch eine Frau. So. Also wie sieht's aus? Das erste Date ist jetzt also gelaufen, danach hat Henning ein Date Zeit, um herauszufinden, ob das Ding ein Flittchen ist oder nicht, die mag er nämlich nicht. Weil beim dritten Date kann er nicht mehr testen, weil da hat man ja so andere Sachen zu tun. So, also worüber geht mein Vortrag? Ist das Ding ein Flittchen oder nicht? Und kann Henning das in nur einem Date herausfinden? Der klassische Physiker hat ein Problem. Muss einmal als Besorger und einmal als Versorger zum Date gehen und gucken, wie die Frau reagiert. Braucht also zwei Dates zum Testen und schafft es also nicht. Aber Henning ist kein klassischer Physiker. Henning macht beides. Gleichzeitig. Aber ja, er ist Physiker, er nimmt noch einen Freund mit. Der macht auch beides. Und steht am Tisch nebenan. Die Frau findet das etwas merkwürdig, ist auch ein bisschen verwirrt, findet es nicht so gut. Es wird relativ, das ist Quantenmechanik jetzt. Das ist kein Scherz. Und am Ende ist Henning entweder im Herzchen- oder im Sonnenbrillenzustand. Und je nachdem, in welchem Zustand er ist, wissen wir, ob das Ding ein Flittchen ist oder eine Wählerische. Hä? Ja, wie das so ist mit Physikern und Frauen, es ist meistens eher so ein Gedankenexperiment. Da muss man manchmal ein bisschen warten, bis der kommt. Also der Witz. Das war keine Absicht. Der war auch gar nicht so gut jetzt gerade, was ich gesagt habe. Ne? So, also was habe ich eigentlich erzählt gerade? Also stellt euch vor, wir haben so eine Funktion. Die bildet Sonnenbrille und Herzchen auf Sonnenbrille und Herzchen ab. Funktion. Also wir tun da was rein, da kommt was raus. Sonnenbrille oder Herzchen. Und da gibt es nicht so viele von. 4, um genau zu sein. Also entweder beide so Sonnenbrille, beide so auf Herz oder halt so gemischt. Das heißt, die Funktion ist entweder konstant oder balanced. Also die hat das Gleiche oder das ist nicht das Gleiche. Ah, die Frau ist die Funktion. Also auf die Frau wird was draufgetan, also ein Herz.
oder eine Sonnenbrille und die Frau hat einen Rückgabewert sozusagen, also auch Herz oder Sonnenbrille. Und die ist halt das entweder gleich oder nicht gleich. Und dann sagen wir, das ist ein Flittchen oder die ist wählerisch. Eigentlich möchten wir also herausfinden, ob eine Funktion konstant oder nicht konstant ist. Aber Quantencomputer, was ist mit Computern eigentlich? Wovon redet der Typ? ja, also bei Computern, der ist der Strom entweder aus oder an. So, das ist 0 oder 1, wir sagen dazu Bits, da benutzen wir Transistoren zu. Ich habe jetzt aber da Herzen und Sonnenbrille draus gemacht. Und wenn wir jetzt, stellt euch mal vor, wir haben so eine Münze, die liegt da so auf dem Tisch, das ist wie mit Strom, die ist entweder Kopf oder Zahl, so Herzen oder Sonnenbrille. Aber stellt euch mal vor, wir werfen die in die Luft. Um das System komplett zu beschreiben, brauchen wir schon zwei Variablen, nämlich die Koeffizienten der Wahrscheinlichkeiten. Ja, halt wenn die so in der Luft ist, müssen wir ja sagen, wie das System aussieht. So, das ist so mit einer Münze. Aber wenn wir zwei Münzen haben, gibt es schon vier Möglichkeiten, wie das sein kann, das System. So Sonnenbrille, 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 Herzchen, Herzchen, Sonnenbrille, dies, das. So, da brauchen wir schon vier Koeffizienten. Ihr könnt euch vorstellen, wie das weitergeht. Es wird sehr kompliziert. Und deshalb sind Quantencomputer so gut, weil die so viel Informationen speichern können in nur vier von diesen Einheiten. Obwohl wir also nur vier haben, haben wir dann eigentlich 2 hoch 4 Daten und so. Das ist gut. Also wenn ihr jetzt nichts versteht, das ist gut. so, aber wir haben jetzt nur 2, Sonnenbrille und Herzchen. Das nennen wir Superposition. Henning ist gleichzeitig Sonnenbrille und Herzchen. Henning ist ein Qubit. Das heißt so. In echt benutzt man da irgendwie den Spin von Elektronen oder die Anregungszustände von superleitenden Qubits. Aber das ist nicht so wichtig. Also wir tun jetzt auf die Funktion jetzt nicht mehr Sonnenbrille oder Herzchen, sondern einen quantenmechanischen Superpositionszustand. Das ist so, als ob wir die Funktion an verschiedenen Stellen gleichzeitig auswerten können. Wer mir das nicht glaubt, da steht's. Und Henning ist in dieser Superposition, da oben ist so ein Speicherqubit, der wirft sich so auf die Funktion, es gibt einen Rückgabewert in Abhängigkeit der Funktion eben. Dann Quantenmechanik, das war wirklich kein Scherz. Das ist Quantenmechanik dann. Und dann der Rückgabewert sagt uns dann was über die Funktion, die wir ausgewertet haben. Aber die kann noch viel mehr. Was ist, also das ist der Schaltkreis von einem Algorithmus, auch wenn er jetzt nicht so aussieht. Eigentlich ist das so, aber das will ja keiner sehen. Aber der Algorithmus kann noch viel mehr. Was ist, wenn Henning nicht einfach nur ein B-Sorger oder ein Versorger ist? Was ist, wenn Henning Hip-Hopper ist? Oder Künstler? Dann geht er in super, super Position mit all seinen Freunden und kann wieder in nur einem Auswerten, in nur einem Date die Funktion testen. Quantencomputer brauchen also immer nur einen Versuch, währenddessen klassische Computer immer alles durchprobieren müssen. Oh mein Gott, das ist schlecht. Quantencomputer sind gut. Immer mal eine kleine Zusammenfassung ist ja ganz wichtig. Ja, ich weiß, das war so mittelinteressant, aber ihr seid zu einem Science Slam gekommen, das ist jetzt nicht meine Schuld. Wofür brauchen wir das? Also wenn wir dann mal so einen gebaut haben, dann können wir große Datenbanken sehr schnell durchsuchen. Komplizierte quantenmechanische Simulationen effizienter gestalten und ganz besonders gut Daten verschlüsseln. Das geht heutzutage noch nicht so richtig gut. Wer will Physiker werden? Hand aufs Herz. Ja. Ja, ja, das waren mindestens so 4,5. was gibt's zu tun? Ja, stürzen wir uns mal drauf los. Ich habe gesagt, wir haben angefangen mit Bits und benutzen jetzt Qubits. Ganz spezielle Algorithmen können eine höhere Effizienz erreichen. Aber wie sieht's aus jetzt gerade? Qubits haben wir oder Sachen, wie wir das machen wollen. Algorithmen sind entwickelt und Effizienzen sind soweit bestätigt. Aber das Ganze ist noch alles andere als stabil und wir können es noch nicht skalieren. Und dafür sind Quantenmechanikphysiker da. Bevor blöde Fragen gestellt werden, ist natürlich alles klausurrelevant. Quellenangabe ist wichtig. Dankeschön. Danke.